Deutschtümeleien, ein strahlendes Ja zur Atomkraft, ein hinterweltlerisches Frauenbild, das sind Botschaften vom AfD-Parteitag, die wirklich an eine anmuten wie eine Zeitreise in den Mief der Vergangenheit. Hetze gegen Andersgläubige, Beifall für Nazis, die eine Gewerkschaftskundgebung stürmen, das erinnert sogar an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Familienpolitisch ist die AfD der Hort der Maskulinisten, also der Männer, die Frauen gezielt kleinheiten und bevormunden wollen. Frauen sollen als mehrfache Mutter am Herd ganz offensichtlich die unsozialen Folgen einer Politik, die vor allen Dingen im Sinne der Reichen gemacht wird, ausbügeln. Und man fragt sich schon, wie erbärmlich ist es eigentlich um die Männlichkeit dieser Maskulinisten bestellt, wenn berufstätige, erfolgreiche Frauen sie so sehr einschüchtern und bedrohen. Gestern beschloss die AfD, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Morgen beschließt sie womöglich, dass auch Medienvertreter, Linke, Sozialdemokraten, Antifaschisten, womöglich auch Gewerkschafter nicht zu Deutschland gehören. Kurzum, womöglich wird es in Zukunft, wenn es nach dem Willen der AfD geht, nur noch Rechtspopulisten geben, die zu Deutschland gehören. Die AfD hat auf ihrem Parteitag wieder einmal deutlich gemacht, dass A in ihrem Namen steht für Ausgrenzung und nicht für eine wirkliche Alternative.